Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Enshrouded. So, dann wollen wir mal. Der Skelettfürst möchte hier ein klein wenig Ressourcen haben. Das heißt, wir machen jetzt hier einmal eine kleine Truhenrunde mal wieder. Fangen wir hier gleich beim Sonnentempel einmal an. Und gucken mal, dass wir uns jetzt noch die eine oder andere Goldtruhe mal fix gönnen. So, einmal hier kurz hochgehiepelt. Sips, sips. Na, komm. Das heißt, wir gucken jetzt erstmal, dass wir jetzt hier nochmal so ein bisschen Ausrüstungsgegenstände finden. Mir fehlen ja auch noch von der Greifenrüstung fehlt mir noch was. Und danach würde ich dann halt auch Eisen mir besorgen wollen. So, gut. Das heißt, wir gehen heute ein bisschen, Truhen sammeln. Gut, das ist eine Ältestenhose, die brauche ich jetzt eigentlich nicht. Hier nochmal kurz, so, Bronze, Metallschrott. Gut, die waren leer, zu spät gesehen. So, das gute Papier mitnehmen. Nehmen wir hier noch einmal oben die Baublöcke mit. So. Hier können wir auch nochmal. Wow, Holz. Gut, hier ist nichts weiter. Dann hole ich mir jetzt nochmal meine Flamme, meine Funken. Und jetzt einmal wieder zurück. Denn wir wollen ja jetzt zur nächsten. Immer so eins nach dem anderen hier. Das jetzt von hier aus einmal wieder runterflitzen. Danach sollte das dann eigentlich auch passen. So, hier haben wir nochmal ein bisschen Blümchen. Nehmen wir auch nochmal mit. Wir machen heute mal Inventar voll und so. So, hier die Mami einfach mal Mami sein lassen. Schnell hier einmal rum. Einmal rein. Adleraugenstiefel. Nee, sind die verkehrten. Wir könnten ja eigentlich auch von hier aus direkt durchlaufen, ne? Sollte ja nicht das Problem sein. Als Wegpunkt. So, jetzt bin ich schon mal hier bei der Wurzel. Nein, 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 nicht von hinten. Da stand ich ein bisschen blöd drin. Banshee jetzt auch erwischt? Nee. Na komm. Jetzt muss ich das Schild schon wegen dir hochnehmen. Böser Bogenschütze. Da kommt noch der zweite. Aber jetzt habe ich ihn. Hat er jetzt einen Widerstand drin gehabt? Das richtig gesehen? Oder bin ich jetzt gerade blöd? So, um zu blocken. Moment mal. Nee, effektiv und Widerstand. So, erstmal dich hinrichten. Dann dich hinrichten. Komm, tust du mir jetzt nicht mehr, mein Freund. Okay, das war jetzt ein bisschen merkwürdig. Haben die jetzt schon wieder was am Schaden geändert? Wäre nicht so cool. Darf jetzt halt hier auch mit dem Feuerball nicht einfach so reinknattern. Ja, aber ich sehe nicht. Da hinten ist sie. Na, habe ich sie aggressiv gemacht? Gut. Banshee haben wir auch. Ah, zu langsam. So.
Na, weg ist es. Oh, fehlt mir gerade hier der Lebensraub oder was ist los? Ein bisschen merkwürdig gerade. Oh, ja, machen wir mal so. Ja, Benji, du nervst. Na ja, komm, ich zieh die anderen mal ein bisschen mit. Da war ich zu langsam. Na ja, komm. Ersten. Meine Güte, da brauche ich aber heute ordentlich was. Und was ist jetzt mit ihr los? Jetzt hast du keinen Bock mehr, oder was? Hä? So effektiv und Widerstand. Normalerweise brauche ich zwei Schuss für dich. Und dann bist du weg. Boah, irgendwas stimmt hier nicht so ganz heute. Hauptsache, ich habe die jetzt schon mal drin und brauche mir jetzt über den anderen da hinten keine Sorgen machen. Auch mein Lebensraub funktioniert hier momentan nicht so, wie er funktionieren sollte. Wichtig ist, dass die Kiste nicht kaputt ist. Deswegen hole ich mir jetzt auch schon mal schnell die Kiste und Zwillingskolben. Ich hau hier immer so kaputt hier. So, reicht aber auch. Schlimm. So, dann machen wir einmal dich hier weg. Wir hier wieder frische Luft haben. Aha. Dann haben wir auch den anderen Freund. Na, teleportieren hilft dir nicht, mein Freund. Sei denn, ich hau halt voll daneben. Beim Pilz muss ich vorsichtig sein. Jetzt ab. Immer diese bösen Böslinge hier. So. Gut. Oh. Das war ja noch ein dicker. Na, los, Block. Mach doch. Ich gehe mal lieber auf Nummer sicher. Jetzt hier noch sterben ist jetzt ein bisschen blöd. Fühlt euch ein bisschen anders an hier. Naja, gut. So, hier können wir Zeit auffüllen. Brauchen wir nicht. Ansonsten haben wir jetzt hier auch keinen Gegner mehr. Heißt, hier ist jetzt wieder sauber. Kiste habe ich gelootet. Da hinten ist noch die Silberkiste. Die kann ich eigentlich auch gleich mitnehmen. Dünner Keil Axt. Okay. Gut. Müssen wir erstmal wieder raus, damit ich porten kann. Lüps. Denn jetzt wollen wir zu den nächsten Kisten. Das heißt, jetzt gehen wir einmal zur Warte. Und gucken, dass wir uns die nächsten Kisten besorgen. So, dann würde ich sagen, gucken wir erstmal, dass wir einmal die als Wegpunkt ansetzen. Gut, jetzt ist gerade auch noch Nacht geworden hier. Das ist ganz schick. So, jetzt nehme ich nochmal mit. Aber so schlimm soll es nicht sein. Jetzt holen wir uns hier gleich die nächste Kiste. Die da hinten lasse ich dann auch mal aus, weil die bringt mir jetzt nicht wirklich was Cooles ein. Ein neues legendäres Teil haben wir jetzt aber schon mal. Wovon ich mir am meisten erhoffe, sind einmal Kiste hier. Giftkuss. Eine Seltenheitsstufe höher. Wäre schön gewesen. Irgendwie irritiert mich das jetzt gerade so ein bisschen, dass da jetzt mehr Widerstand drin steht.
So, komm mal her, mein Freund. Auch dich brutzeln wir weg. Na gut, mir fehlt jetzt halt die ganze Intelligenz, ne? Ich habe halt das Essen jetzt nicht drinne. Klar, mein Zauber macht jetzt nicht mehr so viel Schaden. Das meiste hole ich mir ja eigentlich aus dem Essen raus. Das habe ich jetzt gerade nicht drin. Wird wohl wahrscheinlich eher da dran liegen. So, Safran nehmen wir auch nochmal mit. Weil gerade die Intelligenzpunkte sind nicht zu unterschätzen. Da haben wir aber gerade essenmäßig nichts drin, also... Ja. Ist okay. So, jetzt hier nächste Kiste öffnen. Eiskern schon wieder. Eiskern hatten wir schon. So, jetzt wollen wir mal in den Keller gehen. Kommt der jetzt mit runter? Wäre euch nicht zu empfehlen. So, da brauche ich aber Wuchtschaden jetzt hier. Böses Hundi. So. Du auch nochmal? Vergiss es. Okay, hier ist sogar noch was Verstecktes dazwischen. Die habe ich ja gar nicht gesehen. Ja, wann ist die da? Na gut, dass hier versteckte Dinger sind, ja. Ist okay. Schieb mich nicht wieder zurück, wo ich nicht hin will. So, du kriegst auch nochmal einen auf den Arsch. So, gib mal her hier. Böses kleines Hundilein. Stelle dich auf Prügel ein. So. Wir müssen erstmal in die Richtung runter. Ah, hier ist noch ein Hund. Fühlt sich gerade an, als wenn ich weniger Schaden machen würde. Sehr merkwürdig. So, da hatten wir jetzt nichts drin. Hier können wir nochmal durchsuchen. Ja, halt. Wird auch mitgenommen. So, hier war jetzt nichts weiter. Hier den haben wir. Der hier fehlt noch. Gut, mir erstmal Meteor. Hm. Bin doch nie so wirklich eingesetzt. So. Licht. Kamera und Action. So. Auch nochmal. Komm her, ja. Gut. Nochmal ein bisschen Salz. Hier haben wir noch einen Hundi. Na, komm her. Auch dich prügel ich weg hier. So gegen die Erloschenen habe ich eigentlich keine Probleme. Maximal der mit der Sense könnte ein bisschen schwierig werden. Oh, wenn er mich nicht mitkriegt, na gut. Dann stört mich das auch nicht so. Lass mich doch mal. Ich habe keine Ausdauer mehr, deswegen konnte ich nicht mehr blocken. So. Und du, Hundi, auch nochmal. Weg mit dir. So, jetzt holen wir uns erstmal hier die Truhe. Ältestenhut, ja gut, die habe ich schon.
Oder den habe ich schon. Hier ging es jetzt weiter nach unten. Es werde Licht. Stimmt, hier war ja was. Ich habe ja vergessen, sie haben ja jetzt hier das ein bisschen abgeändert. Naja, ich komme ja trotzdem rüber. Er ist Magus. Du von mir, ja? Prügel kassieren, kein Problem. So. Mal einmal mit. Erstmal Kistchen. Hätte ich auch zulassen können, wa? Die hätte ich auch zulassen können. So, nächste. Nochmal ein Lufthammer. Auch nicht so das, was ich suche. Ne, das war ja jetzt auf jeden Fall kein guter Sprung. So. Dann wollen wir jetzt hier nochmal eine Etage tiefer. Der Magier ist weg. Wildholz-Kurzbogen. Hm. Na. Inventar ist fast voll. Hier ist auf jeden Fall neu. Hat auch Lebensraub drauf. Hat mehr Wucht. Die hier hat halt noch Stich. Statt Wucht. Ich glaube, ich werde dann eher auf die Zwillingssehnen übergehen. Wir haben dann noch Aufladen mit Gesundheitsregeneration. Nochmal mehr Wuchtschaden mit drauf. Da haben wir 11 Wuchtschaden mit drauf. Ah, könnte eine neue Waffe mit rausgekommen sein. So, der Donnerkeil. Ja, davon suche ich die große Variante. Große Donnerkeil. Das kann ich ja auch zerlegen. Das hier auch. Den haben wir auch schon x Millionen Mal gehabt. Den auch nochmal. Da bin ich mir auch ziemlich sicher. Brauchen wir nicht. Und hier haben wir jetzt noch den Wildholz-Kurzbogen mit Miasma-Magie-Schaden, Präzise und Mana-Raub. Der hätte auch einen Mana-Raub drin, genauso wie der Miasma-Bogen. Hm. So, hier ist auch gar nichts. Sah erst so aus, als wenn da noch was ist. So, jetzt haben wir noch zwei. Das heißt, einmal hier nochmal hier unten runter und die letzten zwei nehmen. Und danach können wir dann auch schon loslegen und sagen, wir holen uns nochmal ein bisschen Eisen. Bis weiter ausbauen. Ich finde, meine Truhenrunde ist schon in Ordnung. Und bei jeder Runde immer nochmal ein neues. Ich hoffe ja irgendwie nochmal so auf so einen 25er Dolch. Nur ein 25er Dolch, wo man dann so sagt, so Legendary 25, das wäre nochmal mega. Damit man da vielleicht nochmal ein bisschen rumspielen kann. Aber gut, wir haben jetzt noch zwei gute Kisten. Hier lasse ich jetzt die Silberkiste aus, das heißt, ich hole mir nur mal kurz die kleine Kiste da und dann einmal rum für hinten zum letzten. So, einmal hier schönartig auf dem Balkon landen. Oh, Alter, das hat gerade so gepasst. Perfekt. So, jetzt muss ich aber gucken, dass ich jetzt hier erstmal austauere, ein bisschen wieder auflade. Und wir haben hier unten noch ein paar Gegner. Schwarzpulverkugel. So, erstmal schön die Haare gestutzt. So, und Batz. Und oh, er hat sich schon von der Betäubung erholt. Schweinerei. Da kannst du gedrückt halten, wie du willst. Der kommt halt trotzdem meistens durch beim Blocken.
Wird Funkner einmal mitnehmen. Dauert halt einfach zu lange, bis der aufgeladen ist, ne? So, du auch nochmal. Komm her hier. Goodie. So. Kleines Arcana. Sieht zwar geil aus, das hatten wir auch schon mal, aber ich hätte es auch gerne da mindestens in eins höher. Mindestens eins höher. Es gibt noch so viele Waffen, die ich noch nicht habe. Wir brauchen mehr Truhen. So, jetzt will ich mal gucken, komme ich hier irgendwie... Jawohl, das klappt sogar. Soll ich mir mal kurz die Truhe markieren als Wegpunkt? Oh, mittlerweile auch schon wieder Tag, also passt. Ich glaube, wir müssen mal wirklich gucken, dass wir noch mal ein paar mehr leicht erreichbare Truhen finden. Aber jetzt erstmal hier die nächste. Ältesten Brustpanzer. Gib mir doch den Helm. Ich hab doch soweit alles schon fertig. So, jetzt gucke ich mal, wie viel Platz haben wir jetzt noch? Na gut, den hier können wir noch zerlegen. Wie gesagt, hatten wir schon mehrfach. Aber ich sag mal so, die epischen, ja, da gucke ich immer, dass das immer so ein bisschen noch mit reinknallt. Aber ansonsten eher nicht so. Ganz ehrlich, wir kriegen auch relativ häufig die Magiesachen, ne? Gut. Denn den lassen wir aus, da kam jetzt immer nur derselbe raus. Wir müssten mal vielleicht hier gucken, hier beim Schrein, ob da vielleicht nochmal irgendwie was ist. Aber jetzt holen wir uns erstmal nochmal geschwind ein bisschen Eisen. Muss ja nicht viel sein, Hauptsache es läuft schon mal durch bis zur nächsten Folge. Damit wir dann weiter basteln können. So. Wie gesagt, ist ja hier eigentlich auch... Gibt hier so viele schöne Eisenstellen. Aber die hier reicht eigentlich vollkommen aus. Sie ist friedvoll. Wir kriegen halt auch nochmal ein bisschen anderen Kladderadatsch raus. Reicht genau für eine Spitzhackenladung. Und dann gucken wir mal, dass wir das dann hier nochmal schön einschmelzen zur Eisenbahn. Dann können wir nämlich nochmal ein paar Türen bauen. Damit der Tempel auch immer mehr Türen kriegt. Ich glaube, wir machen jetzt mal überall den Grufttüren rein. Mal gucken. Ich weiß nicht, ich mag dieses Gruftthema irgendwie. Bisschen zu sehr, wa? Ja, mal gucken, wir müssen uns auch langsam dann gucken, dass wir den Keller langsam ausbauen. Und mit den Pflanzen halt auch mal ein bisschen weiter vorankommen. Das wird halt auch nochmal mega wichtig. Weil die meisten Pflanzen brauchen wir ja auch nochmal mal so hingestellt. Momentan wechselt sich das oben immer alles ab. Da würde ich dann auch die bessere Farmerde mal gucken, dass wir die dann da reinklatschen. Oben haben wir ja immer noch die bräunlichere Farmerde. Also nicht die schwarze. Oder dunklere. Und von daher mal gucken. Ich habe auch schon gehört, soll nicht so viel mehr sein. Wird sich bei mir jetzt in meinem Spielstil auch nicht viel ändern, weil das ist immer dann, wenn ich es brauche, baue ich es an. Und wenn ich dann wieder nach Hause komme, nachdem ich eine Folge gemacht habe, ist es meistens fertig, schon mit der normalen. Das heißt, mit der anderen würde ich es auch noch nicht mal mitkriegen, wenn es denn fertig wird. Es soll ein bisschen schneller gehen, ja. Aber ich möchte halt auch den Dunkelkontrast eher haben. Das ist mir dann schon eher ein bisschen wichtig. Nachteil ist, es ist halt ein bisschen teurer. Die andere ist schön günstig. Da kann man eigentlich relativ viel von machen. Die andere brauchte, glaube ich, Nitrat, ne? Naja, mal gucken. So. Aber wir nehmen uns jetzt hier auf jeden Fall nochmal ein bisschen Sand, Sandstein und Eisen mit. Ich glaube, die Eisenstelle ist jetzt gut es geht versiegt. Das heißt, wir gehen zur nächsten runter.
Weil hier waren ja nicht nur eine, sondern hier waren ja gleich mehrere. Und dementsprechend ist das ja schon vollkommen in Ordnung. So. Alles fürs gute Eisenerz. Für ein paar gute Grufttüren. Na, ich bin mal gespannt. Wir sammeln halt noch ein bisschen Items. Wie denn der letzte Dungeon wird. Was es da für neue Items noch gibt. Der fehlt ja jetzt noch. Und ob man da jetzt auch giftigen Schleim sammeln könnte. Weil wir brauchen ja giftigen Schleim für nachher ein paar Bauoptionen, die ich da noch haben möchte. In dem Fall für einen speziellen Block. Das heißt, wir müssen da dann halt auch gucken, dass ich davon nicht zu viel verwenden muss. Weil in den zweiten Dungeon immer so tief reinrennen, dann brauchen wir alleine nur eine halbe Stunde, um da hinzukommen. Ist halt auch ein bisschen ärgerlich und short. Zumindest ist es halt natürlich ein bisschen seltener, als hier so ein bisschen Eisen runter zu prügeln. Ja, oh, siehst du, wir hatten hier sogar noch Lapis. Weiß nicht, ich habe irgendwie solche Stellen, wo dann halt mehrere Ressourcen auf einmal sind, lieber. Blubbelst aber ganz schön komische Geräusche da hinten, du kleiner Sack, du. Pass auf, sonst bring ich dich zum Platzen. Ja, Spitzhacke ist gleich runter. Haben wir hier nochmal ordentlich Sandstein mit. So. Ich glaube, nächstes Mal müssen wir dann halt auch gucken, dass wir dann mal wieder Flüssigkeiten sammeln. Oder halt nochmal Miasma-Gegner jagen gehen. Ich glaube, da gehen wir dann nochmal eine Tour durch das Schloss oben. Um auch da den Kopf zu erhalten. Wäre gar nicht mal so schlecht, denke ich mal. Weil wir brauchen ja noch von dem großen Wyvern, brauchen wir auf jeden Fall auch nochmal ein paar Köpfe. Bei den anderen haben wir ja schon alle soweit fertig. Auf Legendary. Nur von dem noch nicht so. Deswegen müssen wir mal gucken. So, Spitzhacke hält auch nicht mehr viel durch. Jetzt nehme ich noch ein bisschen Lapis mit, weil wir es können. So. Und dann passt das. Und bis nach hier vorn. Und dann ist es gut. So. Haben wir jetzt auch noch mal ein bisschen Eisen gemacht. Dürfte eigentlich ausreichend sein. Ich glaube nicht, dass das wirklich wichtig sein wird, dass wir noch viel mehr Eisen brauchen. Wenn nicht, dann müssen wir halt nochmal gucken, dass wir nochmal eine Eisenrunde machen. Ich habe ja noch mehr Orte, wo Eisen gibt. Aber schauen wir mal. So, dann gucken wir mal. Achso, ich laufe schon wieder in die falsche Richtung. Hier müssen wir hin. So, einmal Rezept durchsuchen. Eisenbarren. Das wären dann schon mal 10 Eisenbahnen. Nee, Quatsch, wir stellen immer 10 her, ne? Na gut, ich kann ja eigentlich alles einmal einschmelzen. Das sollte nicht das Problem sein. Das dürfte vielleicht dann auch reichen. 20, glaube ich, brauchen wir insgesamt. So. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier an dieser Stelle schon mal einen klitzekleinen Cut. Ich werde jetzt hier mal kurz noch mal Inventar räumen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn.